Moin, moin, heiße ich euch alle und willkommen zu genau diesem Spiel. FIFA Let's Play FIFA 16. Heute spielen wir gegen den VfL Wolfsburg. Das Viertelfinale steht an und ja, wir haben einen verletzten Spieler und da habe ich jetzt gerade auch was anderes noch gemerkt. Wir brauchen noch einen Silberspieler. Ach, wir brauchen noch einen Silberspieler. Haben wir denn überhaupt noch einen Silberspieler, den wir eigentlich im Endeffekt diese Saison hatten? Also dieses Dings hier hatten, dieses Pack hatten? Ich glaube nicht, ne? Ich glaube, die sind alle aus dem letzten noch. Oder? Oder ja, wir haben den. Ich glaube, der ist dabei. Ich glaube schon. Muss ich gucken? Haben wir den dabei? Sieht aber nicht so aus. November. Nee, doch, vielleicht. Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich habe den noch gar nicht in der Liste. Wenn ich ihn gar nicht in der Liste habe, dann muss er entweder Anfang. Ja, genau, er hat einen Anfangsspieler. Okay. Ich wollte schon sagen, es ist ein Anfangsspieler. Da müssen wir jetzt mal überlegen. Theoretisch können wir ihn einsetzen, obwohl wir ihn nicht einsetzen dürfen. Weil wir ihn gekauft haben. Ich habe ja gesagt, eigentlich bei Matchdays nutzen wir die Spieler, aber wir haben ihn gekauft. Das ist ja nicht gegen die Regel. Wir dürfen ihn eigentlich im Endeffekt nur nicht einsetzen. So. Also um die Rollregel herumgeschifft, kann man sagen. So, VfL Wolfsburg. Das Interessante ist ja auch noch, dass ich die Wölfe in dieser Saison immer nur mit dem hier oder dem hier gesehen habe. Das ist ihr Heimtrikot und das ist ihr Auswärtstrikot. Ich dachte auch wirklich, ohne Witz, bis eben gerade, dass das das Auswärtstrikot ist. Das ist das Auswärtstrikot. Ich dachte, das ist das Alternative. Deswegen lassen wir sie im Auswärtsdress spielen. Ja, so schnell kann man sich irren, würde ich mal sagen. Ne? Also wenn ihr da draußen dasselbe gedacht habt wie ich, dann Daumen hoch bitte. Ich bin stark davon ausgegangen, dass das das Auswärtstrikot ist. Naja, gut. Kann man nichts machen. So. Ja, der VfL Wolfsburg. Ein Team, wo wir hätten hingehen können, theoretisch. Aber irgendwie der VfL Wolfsburg in diesem Spiel uns nicht mag und dementsprechend uns dann abgelehnt hat. Auch eine schöne Sache. So. Irgendwie klappt das jetzt mit den Ecken nicht. Alles Schmodder. Ja, der Ball ist verhungert. Nun gut, das war jetzt nicht gut. Das war jetzt gar nicht gut. Wir sind auf Platz 4. Auf Platz 1 ist Let's Play Big Boss. Wollen wir jetzt nicht groß thematisieren. 9 Stück haben mitgemacht. So, nächstes Spiel. VfL Wolfsburg. Ein Gegner, den man in der letzten Saison jetzt nicht unbedingt als voll nehmen durfte. Die Wölfe hatten ja irgendwie das große Problem, dass sie irgendwie am Anfang der Saison völlig gefloppt sind. Jetzt mittlerweile ja in Real Life in der Champions League. Im Real Life haben sie irgendwie den Pokal gewonnen und im Real Life haben sie irgendwie gegen den FC Bayern München zweimal eine Klatsche gekriegt und irgendwie kann man sie nicht als wirklichen Meisterverfolger bezeichnen. So, heute gegen uns ist natürlich dann eine andere Sache, gegen uns zu spielen. Insbesondere, weil wir jetzt hier auch nicht das Nonplusultra sind. Im letzten Spiel, ja, 4-2 gewonnen. Ist richtig, aber wie wir dieses 4-2 gemacht haben, das ist die andere Frage. So, Schiedsrichter, haben wir eben gesehen. Die Aufstellung, unsere Aufstellung, ja, Lippe hat die 8. Klar, ist falsch. Der kriegt ja eine völlig andere Nummer und das auch in einem völlig anderen Team. Wir haben den einfach nur hinzugefügt wegen der Verletzung. Haben wir letztes Mal, hätten wir das theoretisch auch machen können. Ja, aber habe ich ja schon gesagt. So, Wolfsburg mit Dast vorne, Kruse als Mittelfeldmann, Draxler als Mittelfeldmann. Also bei VfL Wolfsburg ist eigentlich im Endeffekt nur so eine 4-3-3-Taktik super, würde ich sagen. Also wären wir jetzt bei Wolfsburg gelandet, dann hätte ich auch das so gemacht. Neuer Hoffnungsträger liegt daran, dass wir im Endeffekt einen Spieler, den wir auf dem Transfermarkt gekauft haben, eingesetzt haben, obwohl wir ihn nicht wirklich eingesetzt haben. Wir haben ihn auf die Bank gesetzt.
So, Wolfsburg mit der super Kombinationsspiel. Das sollten wir verhindern und das tun wir nicht. Ja, ich hab noch gesagt. Im Real Life floppen die. Hier werden sie aber top dabei sein. Kopfball verpasst. Und das ist natürlich ganz mies, ne? Aber genau das habe ich auch erwähnt eben. 4-3-3 ist super. Genau deswegen ist 4-3-3 super. Hast du gute zwei Flügelspieler mit Draxler und mit Schürrle zum Beispiel. Oder mit Kruse auf der mittleren Seite oder auf der rechten Seite oder auf der linken Seite. Obwohl, ich glaube, dann eher rechts, ne? Und die drei wegen der Stabilität hinten. So, aber wenn wir jetzt hier gegen die Wölfe verlieren, ja, dann ist das bitter, aber... Naja. So, jetzt vielleicht der Ausgleich. Nein, abgefälscht. Abgefälscht Ecke. So, unser Litauner. So, und... Ja! 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 Innenverteidiger Koda trifft. Den könnt ihr euch immer noch erwerben. Immer mal wieder zwischendurch durch ihn rauf. Kostet aber ein bisschen. Aber andersrum, eine Unterstützung wäre natürlich immer perfekt. Aber, naja! Koda trifft. Und das aus einer relativ nahen Höhe. Kopfball abgewehrt. Koda hat reingeschoben. Dankeschön. Die Nummer 12 trifft. Wie gesagt, den kriegt er für 500 auf dem Markt von mir. Für 500 auf dem Markt. Ja, bestimmt kriegt ihn woanders günstiger, klar, aber naja, ihr wisst Bescheid. Ich finde es ein bisschen schade, dass man die Nicknames dann nicht mehr sehen kann. Also am Anfang, das habe ich auch noch mir nochmal angeguckt, am Anfang bei Ultimate Team kann man die Nicknames noch sehen. Ich glaube, oder ich habe darauf nicht geachtet. Vielleicht, also, mittlerweile kann man sie nicht mehr sehen. Andersrum, ich habe auch jetzt Transfermarkt noch gar nichts gekauft. Naja. So, jetzt aber nächste Verteidigung. Danke, dieses Mal hat es geklappt. Mit dem Kopfball. Diesmal ist er abgewehrt worden. So, da ist er wieder, Koda. Italiener. Im Endeffekt ein Spieler, den wir auch beim FCI holen könnten, theoretisch. Dadurch, dass er halt, sagen wir mal ehrlich gesagt, jetzt nicht der populärste Spieler ist. Aber dafür ist dieses Ultimate Team ja auch gut geeignet, dass man da auch Spieler zusammensuchen kann, die eigentlich im Endeffekt gut harmonieren. Auch dann später beim Spiel. Jetzt vielleicht die Chance, die nächste große Chance für die Wölfe. Und dann geht das Ding rein, aber es zählt nicht. Es zählt nicht. Es zählt nicht, weil der Torwart das Abseits aufhebt. Oh, schönes Ding. Das ist ein schöner Spielfehler. Also eigentlich war es Abseits. War es kein Abseits. Eigentlich hätte das Ding gezählt. Aber das Spiel hat es Gott sei Dank anders gesehen. Ich bin begeistert. Das ist ja, oh je. Doch ein Highlight-Spiel. Wird das hier ein Highlight-Spiel? Das wäre was. Ah, Spielerwechsel hat jetzt nicht so ganz sollen sein. So, jetzt wieder die Wölfe, wieder nach vorne. Gut gemacht. Ja genau, ihr könnt auch bei Matchdays natürlich mit Wolfsburg spielen. Das ist jetzt, hatten wir ja bislang ein einziges Mal. Aber dadurch, dass vielleicht kriegen wir das ja doch noch hin, dass wir, dass das Team, das Ultimate Team der, oh shit, das Ultimate Team des letzten Spiels, was wir ja hier momentan zusammen versuchen zu kaufen, oder besser gesagt, der Blooper Guy mir da hilft, extrem hilft, weil ich kenne mich mit dem Transfermarkt absolut nicht aus. Ich wüsste nicht, für was ich wie jetzt, wo jetzt, was jetzt kaufen sollte oder verkaufen. Merkt man, glaube ich, schon an meinen Preisen. Oh, nee. Dankeschön. Den pariert er.
Ecke. Ja, das ist einfach dann zu zögerhaft. Natürlich, der läuft da einfach nur gerade durch und dann schießt er. Darf nicht passieren. So, Ecke, schön gemacht. So, jetzt wieder vorne. Ah, vorne. Ah. Ja, danke schön. So, in den leeren Raum spielen. Da ist keiner. Darum heißt er auch leerer Raum. Und drauf donnern. Einfach, weil wir versuchen, das zu machen. So, Viertelfinale. Es ist ja auch so, dass jetzt endlich mal diese Turniere-Dinger dabei sind. Also, die werden wir dann, wie gesagt, ja, spielen. Liga können wir dann auch demnächst wieder spielen. Machen wir ja mit diesem Team. Das ist ein reines Silberteam. So. Oh, da hätte er auch einfach nur rüberspringen brauchen. Dafür möchte ich keinen Freistoß haben. Dante Gelb. Da hätten wir auch lieber durchlaufen können. Ja. Ja. Ist okay. Ja, den kriegt er. Den kriegt der Trash. Spieler, den wir ja auch schon mal beim Let's Play hatten, nämlich beim SV Werder Bremen. Christian Trash. Eigentlich in diesem Spiel, glaube ich, als Verteidiger eingeteilt. Wir hatten den als, glaube ich, als defensive Mittelfeldmann. Jetzt die Möglichkeit, schade. Aber aktuell sieht das alles hier Paletti aus. Wir spielen jetzt aktuell unentschieden. Warum der sich auch jetzt da gerade nicht bewegt hat, ich habe keine Ahnung. Hat der Ball verschätzt, ne? Stellungsspiel verschätzt. So, Gelb wegen taktischen Foul. Nee, doch nicht. Hätte sein können. Okay, überall für alles mögliche Gelb geben ist, glaube ich, auch nicht das Wahre. Aber hey, es gibt Schiedsrichter, die das machen. Und dazu hatten wir ja schon all genug gesehen, die das wirklich getan haben. So. Ja, weiter Ball auf Dust. Und es gibt Einwurf. Den haben wir jetzt eigentlich ein bisschen komisch geklärt. Und den haben wir noch komischer geklärt. Das darf eigentlich ja nicht sein. Ah, gut gemacht. 2 Minuten Nachspielzeit wird angezeigt. Also ich würde jetzt schon fast daran hindeuten, dass das hier in die Verlängerung geht. Wenn wir es soweit hinkriegen. Wenn wir es soweit hinkriegen, wird es in die Verlängerung gehen. Weil ich glaube nicht, dass die Wölfe jetzt hier irgendwie stark nachlassen werden. Das wird auf ein ausgeglichenes Spiel hinauslaufen. Wir können zwar versuchen, dass der Gegner so ein bisschen ausgepowert ist, aber ehrlich gesagt, nee, komm, das wird einfach viel zu schwierig. Und ja, es ist eben extrem ausgeglichen, das Spiel. So kann man es eigentlich bezeichnen. So, Wechsel. Ja, Doppelwechsel, ich würde mal sagen, jetzt könnte es interessant werden. Weil jetzt werden die Stürmer nämlich rausgepackt für Mittelfeldspieler. Also man möchte das Spiel doch wirklich, wie erwartet, dann doch in Richtung Mittelfeld tendieren lassen. Ja, da können wir jetzt schnell machen, aber... Nö. Ja, deswegen nö. Es ist einfach dann auch wieder zu kurz. Dann ist wieder dieses taktische, was ich manchmal beim Barcelona manchmal wieder zeige. Dann denkst du natürlich, oh, der Pass kommt hier an, ne? Und dies, das, aber nö. Das ist gar nicht der Fall. So. Jetzt nur noch an Dante vorbei. Das ist aber auch nicht einfach. Ja, kein Elfmeter, schade. Wie gesagt, wir holen hier ja eigentlich grundsätzlich viele Elfmeter raus in diesem Spiel. Unabsichtlich, ob Absicht oder nicht, das ist eine andere Frage.
Aber wenn du so Tore schießen kannst, ne, dann versuchst du es halt so. So, der ist jetzt zu schwach geklärt. Sehr schön. Ja. Also mittlerweile haben wir die Wölfe da hinten eingekesselt, aber warum er jetzt dafür Geld, warum er jetzt Freistoß gibt, weiß ich nicht. Letzter Wechsel für Wolfsburg, sehr früh, finde ich, aus meiner Meinung nach. 55. Minute machten sie den nächsten Wechsel und letzten Wechsel. Vom Computer ziemlich früh. Aber die müssen sich schon dabei was gedacht haben. Haben wir uns dabei gedacht? Was? So sieht's aus. Dankeschön, Führung. Ich habe keine Ahnung, wie das jetzt passieren konnte. Ich weiß es wirklich nicht, wie das jetzt passieren konnte. Führung für uns. Immun United führt mit 2:1 gegen Wolfsburg. Simcheck trifft. Und damit sind wir sind wir gut dabei. Jetzt dürfen wir das Ding nicht jetzt nachlassen. Im Endeffekt müssen wir im Kopfe immer noch das Unentschieden haben. Und spielerisch spielen wir gerade, als ob wir wirklich hier die Führung hätten und das Ding nur noch verteidigen wollen. Es ist echt Schmarrn. Aber das habe ich auch schon öfter gesagt. Das ist dieses Ängstliche, dieses... im Endeffekt gucken wir einfach mal, ob wir jetzt irgendwie irgendwo einen Foul kriegen und dann noch ein bisschen Zeit rausschinden und den Gegner so einfach unter Druck setzen. So. Weil unter Druck setzen, das ist immer perfekt. So. Ja, Dribbling war jetzt nicht gut gegen Dante. Und nächster Einwurf. Ja, da steht jetzt keiner frei, ne? Da, kommt er. Ja, okay. Ja. Hätte jetzt eher doch zur Richtung taktischen Foul tendiert. Ja, viel, viel Taktik. Viel, viel taktischen Fouls, aber hey. So, nächster. Versuch, irgendwas hinzukriegen. Wow. Ja, kommst du nicht durch. So, warum der jetzt angezeigt wird, weiß ich nicht. Verletzung oder sowas. Kann ich mal weiterspielen. Eingewechselt. Üblich ein Schmodder! Keine Torhymne, schade. Naldo mit dem Eigentor. Aber ist das wirklich Naldos Tor gewesen? Ich sehe das nicht. Das ist dasselbe wie damals. Vielleicht können wir das aus der Situation besser sehen. Weiß ich wirklich nicht. War das ein Eigentor? Also zumindest sagt er, dass das ein Eigentor war, aber ja, ich weiß es nicht. Also das ist natürlich so ein bisschen vage, ne? Also aber dafür 3:1. Dafür hier jetzt 3:1. So, jetzt müssen wir natürlich jetzt schauen. Also das hätte ich jetzt, falls ihr das nochmal im Resümee habt, in Erinnerung habt. Zur Halbzeit habe ich noch gesagt, wahrscheinlich wird das in die Verlängerung gehen. Das Ding ist ausgeglichen, außer Wolfsburg lässt nach. Also die lassen gar nicht nach, aber anscheinend wir pushen hier gerade richtig auf. So, jetzt ablegen und drauf donnern und... schade, Benaglio. So, Schürrle. Ja, das ist auch so ein Stürmer. Den kannst du auch nach vorne stellen eigentlich. So, jetzt natürlich warten, gucken. Ja, gibt es keine Anspielstation, ne? Können nach hinten spielen, wir können hier gucken, wer hier wo jetzt steht, aber im Endeffekt, es gibt nur die Option durchzurunnen. Und die will ich nicht wählen.
Deswegen versuchen wir es einfach jetzt wirklich zeitlich hinzukriegen, dass wir einfach ein bisschen das Zeitpensum runterspielen. Und somit dann das 3-1 über die Runden bringen. Weil jetzt öffnen sich auch die Sachen. Ich weiß nicht, was das jetzt wieder war. So, vielleicht kriegt er den noch. Jawohl. Und Dante aber dazwischen. Immer wieder dieser Dante, ey. Das ist immer wieder das Gleiche mit dem. Der geht da immer wieder dazwischen. Aber das macht ihn ja auch aus, ne? Wir hatten Dante auch mal und da weiß ich noch, dass ich dann fehlerhaft den verkauft habe. Aber jetzt nicht in diesem Let's Play, sondern im letzten. Kriegst du noch durch? Nee, kriegst du nicht durch. Und da hat sich jemand wieder verletzt. Das heißt, gleich wieder einen anderen Spieler rein. Ja. Aber es ist auch sehr viel kräftezehrend. Es ist auch sehr, sehr kräftezehrend für unsere Spieler. Die können nicht mehr. Die sind fix und alle. Dementsprechend, ich hoffe, dass das Spiel gleich vorbei ist. Also wir sind jetzt in der 90. Minute. Also das sollte gleich vorbei sein. Und Wolfsburg hat durch ein sehr frühes Tor uns die Angst gemacht. Dass das Ding hier doch anders aussehen wird. Ist es aber nicht. Ende Gelände, gewonnen, Halbfinale. Im Monsters Ball. Schöne Sache. Sehr schöne Sache. So, Spieler des Tages ist unser Stürmer, der ja, glaube ich, auch, weiß ich, wie viele Tore? Ein Tor hat er gemacht, ja. Koda da hinten hat auch eine super Note, aber das ist eben so. Auf der anderen Seite, ja. Das wundert mich schon ein bisschen, dass Dante nur eine 6-0 hat. Der hat doch eigentlich sehr viele seiner Zweikämpfe gewonnen, oder nicht? Boah, nur 3 von 5. Okay, ich war anderer Meinung und anderer Erinnerung, aber okay, dann ist es so. Und ich freue mich. Ich freue mich, dass wir ins Halbfinale gehen und entweder gegen Borussia Mönchengladbach oder gegen den FC Valencia spielen. Also Valencia wäre mir lieber, Gladbach ist ein Angstgegner. Wir spielen gegen Valencia, Dankeschön, Valencia gewinnt, nach Verlängerung wahrscheinlich. Und das andere Spiel ist natürlich Barcelona gegen Manchester United, der Manchester City. Und da hoffe ich echt, dass der Manchester City weiterkommt, weil gegen Barcelona, da habe ich jetzt schon Bammel. Skillspiele haben wir Silberrang gekriegt und hier haben wir unseren Rechtsverteidiger, der verletzt ist und wir haben den nächsten Verletzten. Arg. Dann machen wir wieder dasselbe. Ich hoffe, dass wir noch einen Silberspieler haben. Da haben wir doch, ne? Wir haben doch welche. Hier, ihn hier. Können wir auch hier als Ersatz-Silberspieler setzen. Dann haben wir aber nur noch weniger Verteidiger. Wir haben jetzt auf der rechten Position das Problem. Wen könntest du denn jetzt rechts aufstellen? Also theoretisch können wir einfach hier Mittelfeldmann tauschen. Also das Schöne ist dabei, dass wir hier, ne? So, Mittelfeld. Mittelfeld, Mittelfeld, Mittelfeld. Ich würde ihn hier gerne spielen lassen. Temporeich ist er, Tempo, alles dabei. So, dann haben wir jetzt zwei verletzte Spieler. Das heißt, unsere Mannschaft wird mit zwei Spielern weniger auskommen müssen. Come on, das passiert. So, anders technisch, ja, ich würde ja schon fast sagen, dass wir unserer Mannschaft mal eine Pause gönnen. Echt, also. Aber ich weiß nicht, wie wir das dann machen sollen. Also theoretisch können wir den ja. Wie lange haben diese beiden überhaupt ihre Verletzung? Ein Spiel und zwei Spiele. Ich überlege mir was noch und wir sehen uns morgen wieder. Wenn ihr mögt, schaltet ein zum Halbfinale des Monsterballs. Oder sowas in der Art. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi.